und ein herzliches Willkommen zu meinem heutigen Livestream. Ich fange ganz normal wieder an hier mit einer Runde Doraemon Story of Seasons. Habt ihr ja schon, glaube ich, in den letzten Streams mehr oder weniger verfolgt das Ganze. Mal kurz gucken, warum habe ich denn hier keine Musik. So, machen wir ein bisschen Lala an. So, wir befinden uns hier mittlerweile immer noch im Winter, Tag Nummer 15. Also wir sind schon kurz im Frühling. Aber was heißt kurz? Aber wir haben schon einen halben Winter mehr oder weniger hinter uns gebracht. So, ich muss auf jeden Fall erstmal das Übliche machen hier. Wer die letzten Aufnahmen verfolgt hat, der wird gesehen haben, dass ich mir ja eine oder zwei Kühe geleistet habe. Und jetzt muss ich halt ein bisschen Gas geben, dass ich ein bisschen meine Ressourcen auffülle. Vor allem was so Eisenerz angeht, Holz. Das brauche ich alles ein bisschen. Um wirklich mal voranzukommen. Denn ich muss mein Haus noch um eine Stufe vergrößern, damit ich zum Beispiel dann auch diese komische Wetterbox von dem Bürgermeister bekomme. Diese Wetterwunschbox oder was auch immer das ist. Damit kann ich dann das Wetter beeinflussen. Das wird mir schon wahnsinnig helfen. So. Gut, jetzt muss ich noch mal hier ein bisschen was düngen. Ich habe gerade noch keine Ahnung, welche Pflanzen das alle waren. Ich glaube, das waren aber hier die am Anfang. Weil ich habe ja meine Saatmaschine mittlerweile und deswegen muss ich jetzt halt ein bisschen was düngen, damit ich sehr gute Erzeugnisse rausholen kann, ne? Eigentlich sollte ich den Weizen auch mal düngen, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, ne? So, machen wir mal nur diese zwei Felder hier. So. Wir können den Hund mal kurz aus dem Haus holen. Weiß gar nicht, ob ich den schon begrüßt habe heute. Scheinbar nicht. Gut, dann kriegt er noch einen Keks von mir. So. Das war wie immer der falsche Knopf. Genau so. So. Das falsche Futter, ne? So. Zack. Da hast du einen Keks. Da kriegst du noch einen Keks. Gib mir mal kurz dein Ei. So, dann könnt ihr, glaube ich, auch ein bisschen mit rauskommen. So. Du darfst auch ein bisschen an die frische Luft raus aussehen. Miefigen Hühnerstall. So, und gehen wir mal rüber in das andere Gebäude, wo die Kühe sind. Auch die wollen schließlich versorgt werden. So, da hast du einen Keks. So, dann müssen wir so eine Runde melken. Und ein bisschen füttern wollen wir sie auch noch. So, genau, dann schicken wir sie mal ein bisschen raus mit dieser komischen Steuerung hier. Oh Gott. So, Nummer 1. Nat. Komm, olle Kuh, dreh dich nicht so dumm im Kreis, geh raus hier. So, haben wir das auch geklärt. Es schneit gerade. Ist das gut, dass es schneit? Ich weiß das gar nicht. Sollen die Tiere raus, wenn es schneit? Das müsste ich jetzt mal wissen. Bei Schnee ist doch eigentlich sowas wie Regen, oder? Hm.
Weiß jetzt ehrlich nicht, ob das jetzt so gut ist, die bei Schnee draußen zu lassen. Man weiß es nicht, ne? Wollen wir nochmal einen Schneemann bauen? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ey. Hey, Herr Bürgermeister, was latschen du hier rum? Toll. War die Schneekugel kaputt. Kann ich mir das auch schenken. Gut. Ja, ich habe mir gestern, war das gestern? Ja. Ich habe mir gestern mal einen neuen Monitor bestellt in 4K. Das war mein erster 4K-Monitor, den ich benutze. Weil aktuell ist es ja immer so, dass ich halt immer spiele und streame in Full HD. Und mit dem neuen Monitor kann ich demnächst auch noch eine höhere Auflösung reinknallen. Zum Spielen und zum Streamen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ich habe eine ordentliche Stromnachzahlung bekommen. Von 300 Euro. Was heißt Nachzahlung? Eine Rückzahlung habe ich bekommen von 300 Euro. Und von den 300 Euro, das habe ich dann direkt mal investiert in einen schicken neuen Gaming-Monitor. Dann kann ich meinen Fernsehen quasi ablösen, der hier als Monitor fungiert. Und dann bin ich mal echt gespannt. Wie das Ganze vonstatten gehen wird. So. Danke, du bist toll. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Keks schenken. Ah, ja, passt schon. Gut. Genau. Gehen wir mal Hasi besuchen. Geben Hasi mal eine Möhre. So. Hat er jetzt in die Karte gegeben? Ja. Gut, leckte gerade ein bisschen. So, die Frau. Ach, da ist sie. Beschwörungsreif geben. Kann ich das schon? Ja, geben. So, dann triggern wir mal los hier, ne? Nur noch ein Apparat habt ihr. Nur noch ein Apparat. Habt ihr auch alle an euer Leben hier gewöhnt, natürlich. So, schätze schon, zuerst war es hart, aber jetzt macht es richtig Spaß. Auf jeden Fall eine wahnsinnig wunderschöne neue Erfahrung. Dadurch hat sich wirklich mein Horizont erweitert. Anscheinend hatten alle ganz viel Spaß. Ja, und das ist, ja, und was ist mit dir, Doraemon? Es war interessant. Was ist mit dir, Nobita? Ist toll hier. Eigentlich nix. Hört sich beides irgendwie ziemlich gelangweilt an, ne? Ich nehme mal das. Ist toll hier. Hier macht das Leben solchen Spaß. Ist das Farmleben nicht ziemlich anstrengend? Ja, schon, ne? Überhaupt nicht. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ach, erzähl doch keinen. Das ist wunderbar. Habt ihr daran gedacht, einfach für immer hier zu bleiben? Das ist keine schlechte Idee. Zumindest müsste ich meine Mama nicht mehr schimpfen hören. Guter Einwand. Moment, wofür wurdest du ausgeschimpft, Shizuka? Ich habe für mein Projekt auf Pieps aufgepasst, aber Pieps, ist das der Name deines Kanarienvogel? Ja, das arme Ding verletzte sich, als er aus dem Käfig flog. Ich habe die Wunde schlecht verbunden. Darum schimpfte sie. Ach herrje, geht es Pieps jetzt gut? Wir sind danach zum Tierarzt, ihm geht's gut. Aber ich konnte nichts machen, um zu helfen. Sag das nicht. Quatsch, sag das nicht. Ich denke, Pieps weiß, wie sehr du es versucht hast. Meinst du? Ich hoffe es sehr. Mein Sommerprojekt hat mir auch Ärger gebracht.
Was hast denn du gemacht? Ich war dabei, was Cooles zu machen. Wisst ihr, und dann wurde es chaotisch und meine Mama wütend. Oh. Aber was hat sie denn erwartet? Du warst mitten in der Arbeit. Ich hatte auch Ärger wegen meines Projekts. Niemals. Ich studierte Gerichte aus aller Welt. Weil ich etwas kochen wollte. Du kochst? Ja, aber ich bekam Ärger, weil ich so viel Essen verschwendet habe. Klingt, als hätten wir alle nicht leicht gehabt. Ich dachte über ein Thema nach und meine Mutter dachte, ich schlafe. Ja, aber du hast doch wirklich geschlafen, oder? Also schon, ja, aber nein, nicht absolut. Ich denke, wir sind besser dran, wenn wir hier bleiben. Meinst du wirklich? Ja, klar. Hier gibt es keine Eltern, die wütend werden. Aber werden sich eure Familien keine Sorgen machen? Das bezweifle ich. Sie würden sonst nicht so viel brüllen. Da liegst du falsch. Sie werden wütend, weil sie euch lieben. Ja, genau. Als würde das Sinn machen. Sie wollen, dass aus euch glückliche und fähige Erwachsene werden. Und gerade sind sie sicher krank vor Sorge, das weiß ich. Machst du dir auch Sorgen um deinen Sohn? Oh, du hast ja keine Ahnung, mein armes kleines Baby. Ich verstehe. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn eure Mütter plötzlich weg wären? Ich wäre krank vor Sorge. Darüber sollte man nicht mal Witze machen. Das sollte besser nie passieren. Ja. Seht ihr? Ich vermisse meine Familie. Echt jetzt? Ich hoffe, ich werde sie wiedersehen. Das wirst du ganz bestimmt. Ja. Okay, jetzt habe ich hier den Armreif gegeben und nun? Sag nur bitte, wie kann man Schnee mögen, wenn er so kalt ist? Brr. Okay. Jo, weiß ich auch nicht. Interessante Sache. Gehen wir mal kurz da nochmal hin. Ich muss mal eben kurz hier. Warte mal, ich habe hier. Jetzt geht's. Gut. So, tap, 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 tap. So. So. Bin schon wieder zurück.
jetzt habe ich. So, halt. Und das ist ein bisschen größer. So. Gut, ich habe die eine beschenkt, dann gehe ich jetzt mal rauf ins Dörfchen. Gut, weil ich muss auf jeden Fall auch nochmal ihr Material kaufen. Warum mag Cooper so gerne Käfer, Rambi? Weil sie cool sind, ja. Gut, der wird noch nicht offen haben hier. Aber ich kann halt trotzdem schon mal reingehen. Weil ist halt keiner da, ne? Wie immer. Wenn ich mal was will, ist nie einer anwesend. So. Willkommen, Nobita. Was bringt dich in diesen Schnee hierher? Komm herein. Ich will mal kurz gucken, was mag denn die Ranta so? Ich habe mir extra schon eine schöne Wörterliste angefangen. Ranta, Ranta, Ranta. Frühlingssalat. Lilie, Weizenmehl, Melone. Weizenmehl habe ich nicht. Müsste ich kaufen können? Ich glaube, ich kaufen. Ne? Mal gucken. Pesto mag Sandwich. Bohnenpastete. Äpfel und Kürbisse. Einen Apfel kann ich ihm geben. Apfel habe ich genug, ne? Bei Sandwich weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ich das zubereiten muss. Warte mal, Sandwich will ich mal kurz gucken, wie das Rezept für Sandwich ist. Weil ich muss echt mal hier in die Puschen kommen, dass ich mit den Leuten mal irgendwie mal ein bisschen besser dastehe, ne? So, ich schau mal kurz wegen Sandwich. Ich kann mich jetzt aber auch nicht dran erinnern, dass es für Sandwich, glaube ich, ein Rezept gab. Weil ich glaube, diverse Sachen kann man doch, glaube ich, nur kaufen. Nee, für Sandwich gibt es eine Liste. Warte mal, nutzen wir mal die Suchfunktion. Geht in der Regel schneller, ne? So. Guck mal nach Sandwich. Da ist Sandwich. Also dafür brauche ich Gurke. Bin ich mir ganz sicher, habe ich nicht. Tomate hätte ich. Ei habe ich. Mayonnaise kann ich zubereiten. Brot muss ich kaufen. Oder kann ich auch zubereiten. Aber wie dem auch sei, mir fehlt die Gurke. Das heißt, im Ganzen kann ich kein Sandwich machen, weil ich ja keine Gurke habe. Okay. Aber ich kann den Rest so einen Apfel schenken. Das wäre im Bereich des Möglichen. Ich will mal kurz dann zurück zur Farm. Mir ein paar Äpfel organisieren. Weil dann kann ich ihnen das schon mal geben. Weil Äpfel habe ich en masse. Äpfel habe ich en masse. Apfel, 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 Apfel. Ja, 27 Stück haben wir sogar. So.
dann muss ich ja mal ganz ums Eck, wa? Wenn ich ihnen das geben kann, quasi. Gegenstand geben. Oh, ist das für mich? Danke sehr. Hm. Das ging jetzt aber kein Herzchen hoch bei ihm, oder? Also, das sah jetzt nicht so aus, als würde er da jetzt so sehr draufstehen. Komm rein, Mampf, Mampf. Wolltest du etwas? Ja, ich will mal kurz gucken. Was hast denn du? Hast du Gurken? Nee, ne? Rettich, Chinakohl, Brokkoli. Habe ich schon alles angebaut, ne? Hier Mehl. Gewürz. 8000 Mäuse haben wir noch. Ich werde mal wieder 10 Brote kaufen. Ja. Scheiß Brote sind zu teuer, ne? Kosten mich 2000. Ist das nicht billiger, wenn ich den Scheiß selber backe? Warte mal. Rot. Brauche ich nur Mehl für, um Brot zu backen. Mehr nicht. Hm. Und wahrscheinlich ein Backofen, ne? Okay, dann kann ich auch Mehl kaufen. Was kostet denn Mehl? Mehl kostet 200. Hm. Ob ich jetzt Mehl kaufe und ich mir dadurch Brot backe, kommt das Gleiche hinaus, ne? Im eigentlichen Sinne. Das macht ja beides gar keinen Unterschied. Gebe ich ja trotzdem genauso viel Geld aus. Siehst du, ich bräuchte jetzt halt eine Mühle. Dann wäre das alles ein bisschen sinnvoller. Aber egal, ich kaufe mir dann einfach mal ein bisschen Mehl. Dann kann ich halt mein Kochen noch skillen. Ne, das ist dann ja auch okay. So, dann skill ich mein Kochen dadurch halt ein bisschen. Und dann muss ich da mal schauen. Hey, Okondo, mit dir habe ich noch gar nicht geschnackt. Komm mal raus. So. Und dann kann ich gleich noch ein bisschen in die Mine wieder gehen. Okay, der Laden scheint noch nicht zu haben. Ne, da macht er so 14 Uhr auf, ne? Oder 15 Uhr, da macht er mal sehr spät auf. Würdest du gegen grünen Pfeffer einen Topf tauschen? Würdest du gegen grünen. Was würde ich denn tauschen gegen grün was? Wie, wo? Warte mal. Was will er von mir? Eine Kugelfischschuppe will er haben. Ah. Keine Ahnung, wo ich die jetzt herholen soll. Gut, ich werde mir selber mal kurz ein bisschen Brot backen. 10 Mal. Hm. Improvisieren. Mehl. Ofen. Weiter. Herstellen 10 Mal oder? Kann das 15 Mal herstellen für 10 Mal Mehl? Ach, ich habe schon mal noch Mehl im Kühlschrank. Oder im Eisschrank. Okay. Ich hoffe, das wird was. Scheiße. Wart zum Geier. Warum wurde denn das jetzt nichts? Ernsthaft? Ja, das ist ja ganz großes Kino. Ach, das ist ja. Warum wurde denn das nichts? Hm. Brauche ich neues Mehl? Toll. Das war ja ganz, ganz, ganz grandios, ey. Ärgerlich. Ja, ich hab's schon geahnt. Ich hätte das Feuer erstmal einmal testen sollen. Naja, selber schuld. Dummheit bestraft das Leben, ne? Dann hole ich nochmal neues Mehl. Dummheit bestraft das Leben. So, Jaresto, ich brauche neue Zutaten, auch wenn ich gleich wieder chronisch blank bin. So, ich hätte es ganz gerne nochmal 10 Mal Mehl, bitte. So. Dann versuchen wir nochmal Brot zu backen. Verstehe ich nicht. Muss ich nochmal kurz gucken, warum hat denn das nicht funktioniert? Weil hier steht für Brot, brauche ich Mehl.
Ah, ich brauche Nudelholz und keinen Ofen. Wie bescheuert ist das denn bitte? Das ist doch dämlich. Naja, okay. Also wenn man hier Brot backen will, braucht man keinen Ofen, sondern ein Nudelholz. Dann zieht sich irgendwie, weiß ich auch nicht, aller Vernunft, aber okay. Dann backen wir ein Brot mit einem Nudelholz und nicht mit einem Ofen, dann sollte das funktionieren. So, improvisieren, nochmal aufs Neue. So, Mehl. Wir wählen ein Nudelholz. Sagen dann weiter. 10 Mal. Jetzt haben wir Brot hergestellt. Das hat funktioniert. Okay. Das war sehr selten dämlich und bescheuert, aber okay. So, und da das jetzt auch schon ein bisschen spät ist, werden wir mal schon mal die Tiere reinbringen. Weil das könnte ein bisschen länger dauern in der Mine. So. Ist ja auch kalt draußen, ne? Gerade am Schneien und so. So. So, hinein in die gute Stube. Auch du kannst einmal rein. Bist schon drin jetzt? Ja, ne? Okay. So, dann kann ich in die Mine gehen. Mal kurz gucken, was haben wir? Eure Taschen sind ziemlich voll. Die sollte ich vielleicht kurz ein bisschen leer machen, bevor ich in die Mine reingehe. Ah ja, wenn wir mal verkaufen, die Milch packen wir rein. So. Okay. Den schmeißen wir erstmal weg. Und den auch. Und ja, eigentlich sollte das reichen. Die Eier können wir hier schon mal in die Box knallen. So. Und dann gehen wir ab in die Mine. Und toben uns mal so ein bisschen aus hier, ne? Dann was sein muss, muss sein. So. Dieses nervige E, was der da immer so vor sich hinbrüllt, das hätte man weglassen können. Ich freue mich ja mal irgendwann auf so einen richtigen Story of Season Ableger für PC. Weil das hier mit diesem Doraemon, das ist ja eigentlich eher so, weiß ich auch nicht. Ist kein richtiges Story of Season, finde ich. Weil man kann die auch nicht wirklich heiraten und so, weil das sind ja eigentlich alles Kinder in dem Sinne. Man kann vielleicht ein bisschen rumshakern, wenn man alle Herzen voll hat. Aber so wirklich heiraten und dann Kinder kriegen und so. Das ist hier nicht, weil das sind ja halt selber alles Kinder. Aber ich bin mal sehr zuversichtlich, jetzt im Februar soll noch ein Spiel kommen. Das ist eigentlich ein Indie-Game. Nennt sich Summer in Mara. Und das hat halt auch so Harvest Moon-Aspekte. Also du hast halt auch eine Farm, die du bewirtschaften musst. Du musst halt auch da alles Mögliche anbauen und so weiter und so fort. Und das Spiel ist auch, glaube ich, grundsätzlich sowieso von Harvest Moon inspiriert worden. Könnt ihr mal auf Steam gucken, da gibt es einen Trailer zu. Ist klar, dass das letzte Feld nach unten geht. Da gibt es auch einen Trailer zu. Das sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Und ja, das Spiel soll jetzt irgendwann im Februar erscheinen. Da bin ich mal gespannt.
Und das werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Und dann hoffe ich mal, dass man eben diesen Spiel dann aber auch zum Beispiel heiraten kann, Kinder kriegen kann. So wie das beim klassischen Harvest Moon auch so der Fall ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Irgendwann gibt es vielleicht auch nochmal ein richtiges Story of Season für den PC. Weil bisher gab es ja diese Dinger mehr oder weniger nur für ein Nintendo DS sogar, glaube ich, ne? So, essen wir mal ein bisschen Brot hier. Nebenbei trinke ich einen schönen Kaffee.